nicen Sonntag wünsche ich euch allen. Und heute geht es um etwas, was jeder verwenden kann. Davoo. Und ich zeige euch jetzt, um was es geht. Im Gadget Bivoo. Ich sag mal Bavoo. Bavoo hört sich besser an. Und zwar ist es ein Ladekabel, ja, ein Lightning-Ladekabel mit einem integrierten LED-Lämpchen, also das wird dann betitelt mit Intelligent Light. Und okay, warum zeigt er uns jetzt ein Ladekabel? Es ist kein normales Ladekabel. Das gehört zum Ladekabel. Was ist das? Was ist das? Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Okay, ich zeig's euch jetzt. Das ist ein Stecker für den Ladekonnektor an eurem Smartphone. Diese Ausführung ist jetzt fürs iPhone. Es gibt die ganze Geschichte auch für Samsung, für Huawei etc. pp. Auch bald jetzt im Sortiment ab nächsten Montag, also jetzt diesen Montag, bei uns verfügbar. Das ist ein Adapter, den ihr euch unten reinsteckt in das Smartphone. Und jetzt kommt. Einige haben von euch schon diese Anti-Dust-Stecker drin. Die braucht ihr nicht mehr. Lasst einfach das hier drin. Dann habt ihr einmal die Connection zum Ladekabel und habt einmal den Anti-Dust-Schutz. Das heißt, es kommt kein Staub oder Feuchtigkeit in die Ladebuchse an eurem Smartphone. Das ist das Ladekabel. Okay, das kennt ihr. USB ist klar. Und hier fehlt jetzt das Nippelchen, was in das Smartphone reingesteckt wird. Und das war das, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Und jetzt zeige ich euch das Handy einmal, wie es aussieht mit diesem Adapter in der eingesteckten. Das ist dieser Adapter. Ihr seht jetzt ganz schön, der Stecker steckt im Smartphone drin. Und was ihr eigentlich nur noch machen müsst, ist, ihr müsst das hier einfach an das Telefon halten und es zieht sich automatisch mit dem Magnet an die gewünschte Position. Das heißt, ihr müsst nichts mehr reinfummeln oder sonst irgendwas. Dadurch gehen die Kontakte nicht kaputt. Ihr müsst euer Smartphone irgendwann nicht in die Reparatur schicken. Es muss nicht teuer auseinandergefrimmelt werden, damit dieser Connector dann wieder ausgetauscht wird. Nein, ihr vermeidet damit, dass das hier immer drin bleibt im Smartphone. Einfach, dass das Smartphone an dieser Stelle verschleißt. Durch das immer wieder rein- und rausstecken am Smartphone verschleißt es sehr schnell. Und Samsung und iPhone und Huawei ist ja nicht gerade seit gestern auf dem Markt und viele Nutzer können es wahrscheinlich bestätigen, dass irgendwann ein Wackelkontakt entsteht am Smartphone und ihr könnt es dann nicht mehr richtig laden. Ihr müsst dann immer hin und her fummeln, bis endlich mal dieses Ding kommt am Smartphone, damit ihr Bescheid wisst, das lädt oder dieses Blitzzeichen. Und für Mama, für Papa, für Kind, Onkel oder weiß der Geier was. Und jeder hat dann seinen entsprechenden Adapter drin. Ist dieser Kopf kompatibel mit jedem Handy? Das heißt, ihr müsst nicht 50.000 Ladekabel und Netzstecker dabei haben. Dieses Kabel reicht dann. Das heißt, wenn ihr das zu Hause habt, kann jeder sein Handy, ob es Samsung, ob es iPhone oder ob es Huawei oder weiß der Geier was ist, kann sein Handy mit diesem Ladekabel laden. Ist total uninteressant. Und dann noch zu fragen, hast du ein iPhone-Ladekabel? Hast du ein Samsung-Ladekabel? Oder hast du vielleicht ein Kabel fürs Huawei, was sehr, sehr selten ist dann. Meistens sind ja verbreitet die Samsung und iPhones, aber die passen ja mittlerweile auch nicht zusammen. Und das ist der Vorteil, definitiv. Coole Verarbeitung, ich zeige es euch jetzt nochmal. Es ist aus Aluminium, ja. Das Kabel ist getwistet, es ist wirklich dick. Es ist ein dickes Kabel. Es ist kein läppiges Kabel, was man so kennt von den Zubehör oder Beipackkabeln, die in jedem Telefon, Smartphone drin sind. Es ist getwistet, doppelt getwistet und es ist wirklich steif. Ihr seht es ja selber, es bleibt ja schon fast so stehen. Seht ihr? Ihr könnt es halt so ein bisschen biegen. Es ist wirklich sehr robust und auch die Anschlüsse hier unten sind sehr, sehr gut gemacht. Die sind nochmal ummantelt. Also das dicke Kabel ist nochmal an der Stelle, an der Stoßstelle ummantelt und gibt dann nochmal wirklich eine bessere Stabilität und ich denke, das hält auf jeden Fall viel, viel länger wie die Kabel, die schon mit in der Lieferung dabei sind. Wie gesagt, es sind in der Packung 3 Stück dabei. Ja, ich zeige euch auch mal ein Video nochmal. Ihr seht ja schon das Video
von Namen schön rangezoomt. Es sind drei Stück dabei, das heißt, ihr könnt, wenn ihr zu Hause drei Telefone habt, zum Beispiel ein iPhone, könnt ihr die an drei Telefone reinmachen und ich finde, das ist ein super, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ding kostet aktuell bei uns im Shop nur 10 Euro. Ja, da kommt noch Versand dazu. Ich packe das jetzt hier mal wieder rein und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Es ist ein Gadget, was wirklich jeder gebrauchen kann und man sollte sich wirklich Gedanken machen, bevor man sich irgendwie in drei Jahren zwei oder dreimal ein Ladekabel kauft, weil es verloren gegangen ist, wirklich das hier mal durch den Kopf gehen lassen, anschaffen und mit einem Kabel drei Telefone oder vielleicht sogar vier oder fünf laden zu können, ist schon sehr, sehr praktisch. Ne? Also die Frage, hast du mal ein Kabel, ist damit komplett eliminiert und verglichen mit den Originalkabeln, die man bekommt, ist das Ding absolut genial. Und wer sich dafür interessiert, oben in der Beschreibung sind die Links zu dem Artikel, wo ihr es bestellen könnt. Aktuell ist nur PayPal oder Nachname wird akzeptiert. Aber PayPal sollte ja jeder haben. Wenn nicht, dann fragt ihr einfach einen Freund, ob er PayPal hat, dann bestellt er es für euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.